Wenn ein Kind verschwindet, beginnt für die meisten Eltern die schlimmste Zeit ihres Lebens. Sie bangen und hoffen, dass das Kind am Leben ist. Ganz anders ist es, als der 8-jährige Charles-Édouard Turcot spurlos verschwindet. Ein Kind, das nie geliebt wurde und bis heute ein riesiges Rätsel in Frankreich hinterlassen hat. Wo ist Charles-Édouard? Und wieso sterben so viele Menschen unter mysteriösen Umständen, die in dem vermissten Fall involviert sind? Michel und Jean-Louis Turcot lernen sich 1972 bei einer Feier in der Uni kennen. Michel ist gerade erst 19, als sie der ältere Student im Abschlussjahr anspricht. Beide studieren Tiermedizin und kommen schnell zusammen. Michel ist Jean-Louis erste Freundin. Sie passt perfekt in sein durchgetaktetes Leben. Erst das Studium, dann die Hochzeit, dann Kinder. Dass die Beziehung jedoch bereits von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, merken viele in ihrem Umkreis schnell. Die beiden scheint keine Liebe zu verbünden. Sie tauschen in der Öffentlichkeit keine Zärtlichkeiten aus und meist steht Michel nur stumm an der Seite ihres Mannes. Doch Jean-Louis' konservativen Einstellungen und sein Weltbild lassen es nicht zu, dass sie sich trennen, geschweige denn ihre Beziehungsprobleme aufarbeiten. Es ist ein Verhalten, das die nächsten Jahre andauern wird, bis zur Eskalation. 1975 heiraten die beiden und bauen sich ein Leben und eine Tierklinik in Nizza auf. Beide sind erfolgreich in ihrem Beruf, auch wenn Jean-Louis gerne nur sich als erfolgreichen Arzt darstellt. Er sieht sich als Großverdiener in der Beziehung. Dass sie die große Villa an der Côte d'Azur nur dank Michels Eltern kaufen konnten, vergisst er dabei gerne mal. Für ihn geht es um Statussymbole. Die mondäne Villa, exotische Urlaube und teure Luxusgüter. Dass sich seine Frau in den Jahren immer mehr von ihm distanziert, ist ihm egal. Schließlich sind sie verheiratet. Eine mögliche Scheidung käme für ihn niemals in Frage. Jean-Louis will die perfekte Bürgerlichkeit leben. Ein großes Haus, ein guter Job, ein Kind und eine folgsame Frau. Doch Michel Turcot sind die Sachen, die ihrem Mann wichtig sind, egal. Sie strebt nach Freiheit und einem selbstbestimmten, glücklichen Leben. Ein Leben, das sie mit Jean-Louis wohl nie haben wird. Er arbeitet rund um die Uhr. Michel hat sich währenddessen bereits ein anderes Leben aufgebaut. Sie geht oft aus, bleibt über Nacht weg und beginnt Affären mit anderen Männern. Trotzdem scheint sie ängstlich zu sein, ihren Ehemann zu verlassen. Einer dieser Männer, mit denen Michel eine Affäre beginnt, ist Moaber Edelstein, der das komplette Gegenteil zu Jean-Louis ist. Er ist Sohn einer jüdischen Familie und wuchs in den USA auf, wo er als Balletttänzer in San Francisco arbeitete, bevor es ihn nach Südfrankreich verschlug. Michel und er teilen die Liebe zu Tieren. Und Moas lebt ein ganz anderes Leben als das, was sie sonst gewohnt ist, ohne Prestige und Protz. Zwar bemerkt Jean-Louis, dass seine Frau immer öfter nicht nach Hause kommt, allerdings redet er nicht über die möglichen Eheprobleme. Stattdessen findet er, dass er seiner Frau zu viele Freiheiten lässt. Die beiden leben über die Jahre aneinander vorbei. Nach außen hin protzen sie mit ihrer riesigen Villa in der noblen Nachbarschaft, doch Außenstehende sehen, dass keiner der beiden glücklich ist. Doch anstatt sich das einzugestehen, sieht Jean-Louis' konservative Lebenseinstellung etwas ganz anderes als eine Scheidung vor. Er muss eine Familie gründen. Michels größte Angst ist es, schwanger zu werden. Sie möchte keine Kinder, schon gar nicht von Jean-Louis. 1982 wird sie trotzdem schwanger. Sie erfährt die Nachricht im China-Urlaub. Während sie weinend zusammenbricht, stößt Jean-Louis mit fremden Menschen im Hotel an, denn er wird endlich Vater. Doch das Kind ist nicht von ihm. Der leibliche Vater ist Moas. Jean-Louis verdrängt jedoch diesen Gedanken. Während der Schwangerschaft spitzt sich die Situation zwischen Michel und ihrem Mann immer mehr zu. Sie handeln schließlich einen Vertrag aus. Sie trägt das Baby aus, so wie er es will. Danach zieht sie aus und Jean-Louis soll das Kind aufziehen. Kurz vor der Geburt setzt sie ihre Drohung in die Realität um. Michel nimmt sich eine Wohnung in der Nähe ihrer Praxis. Doch Jean-Louis will die Trennung nicht akzeptieren. Mal schreibt er ihr Briefe, wie sehr er sie liebt, mal droht er ihr. Schließlich lässt sie sich überzeugen, wieder zurück in die große Villa zu ziehen, denn ihre eigenen Eltern leben auch dort, die sich um das Kind kümmern wollen. 1983 wird Charles-Édouard Turcot geboren. Er wird größtenteils von seinen Großeltern aufgezogen,
Michelle kann mit dem Kind nichts anfangen. Jean-Louis kümmert sich ebenfalls nicht um ihn. Für ihn ist sein Sohn nur ein weiterer Prestigestatus. Charles-Édouard wächst zu einem ruhigen Kind heran, das sich meist mit sich selbst beschäftigen muss. Bis zu seinem 4. Lebensjahr spricht der Junge nicht. Auch sein Kinderarzt schlägt Alarm und diagnostiziert eine Entwicklungsverzögerung. Immer wieder bekommt Charles-Édouard mit, wie sich seine Eltern streiten. Oft muss er dabei hören, dass er nie gewollt war. Ein Nachbar der beiden sagte aus, dass Michelle und Jean-Louis ihren Sohn nur als das Kind bezeichnet haben. Ein Kind, das von beiden Elternteilen benutzt wird, um den jeweils anderen weh zu tun. Er ist ein sehr ängstlicher Junge, der schnell weint und nervöse Ticks hat. Vor allem seinem Vater gefällt das nicht. Es passt nicht in sein konservatives Bild eines Mannes. Anstatt auf die Bedürfnisse eines Sohnes einzugehen, nimmt er ihn mit zur Jagd, um ihn abzuhärten. Seine einzigen Freunde sind ein Huhn und ein Hund, mit denen er gern im Garten spielt. Doch auch das missfällt seinem Vater. Eines Tages erwürgt er das Huhn seines Sohnes. Dieser muss schreiend und weinend dabei zusehen. Charles zeichnet gerne. Seine Bilder zeigen eine Welt, in der er gerne leben würde. Eine glückliche Familie mit liebenden Eltern, die sich nicht streiten. Eine Welt, in der er nicht lebt. Ende des Jahres 1990 will sich Michelle Turquin endgültig scheiden lassen. Doch diese Botschaft überbringt sie nicht selbst ihrem Mann, sondern lässt ihren neuen Liebhaber Jean-Marc das regeln. Dieser steht eines Tages vor der Tür der großen Villa und überbringt ihrem Ehemann diese Nachricht. Doch das ist nicht alles. Er spricht das aus, was Jean-Louis seit 7 Jahren verdrängt. Charles ist nicht sein leiblicher Sohn. Michelles Ehemann rastet daraufhin aus. Er versucht alles, um eine Scheidung zu verhindern. Er zersticht ihr die Reifen und verbrennt ihre Papiere. Doch sie verlässt ihn trotzdem. Im Februar 1991 reicht Michelle die Scheidung ein. Jean-Louis ist außer sich. Er kann nicht glauben, dass seine Frau ihn verlassen will. Doch noch weniger will er wahrhaben, dass sie ihn mit einem Bastard, wie er Charles-Édouard selbst nennt, alleine lässt. Erneut schreibt er Michelle zahlreiche Briefe. In einem steht geschrieben: Wenn du bis zum 20. März nicht zurückkehrst, bin ich gezwungen, meinen Worten Taten folgen zu lassen. Michelle reagiert nicht auf seine Briefe. Der 20. März 1991 verstreicht ohne eine Antwort von ihr. Einen Tag später verschwindet Charles-Édouard Turquin für immer spurlos. Am Abend des 20. März 1991 ist Charles-Édouard bei seiner Mutter. Sie sagt in der späteren Vernehmung, dass ihr Sohn Angst hatte, zu spät zurück zum Vater zu kommen, da dieser schnell ausrastet. Michelle bringt ihn am Abend wieder zurück in die Villa in Nizza. Um 20.45 Uhr hat Jean-Louis den 8-Jährigen dann ins Bett gebracht. Um 22 Uhr habe er sich dann selbst hingelegt. Die beiden schlafen in einem Raum, da Charles immer Angst hat. Als Jean-Louis um 6.45 Uhr aufwacht, ist das Bett von Charles leer. Eine halbe Stunde später meldet er ihn als vermisst. Die Polizei von Nizza denkt nicht, dass der 8-Jährige freiwillig weggelaufen ist. Der Junge ist ängstlich und kein persönlicher Gegenstand von ihm fehlt. Es gibt keine Einbruchsspuren und niemand meldet sich, dass irgendetwas Ungewöhnliches in der Nacht vorgefallen sei. Polizeihunde nehmen die Spur von Charles auf. Dieser führt vom Bett bis zum Eingang der Villa. Dann verliert sie sich. Sie sind sich sicher, dass Charles in einem Auto entführt sein musste. Doch wer war dafür verantwortlich? Als die Polizei die Familienverhältnisse des 8-Jährigen erfährt, scheinen schnell 2 Tatverdächtige gefunden zu sein. Jean-Louis und Michelle, seine Eltern. Beide verhalten sich in den Befragungen nicht gerade unauffällig. Michelle ist nervös, doch sie hat jedoch ein Alibi. Aber könnte es sein, dass sie mit ihrem Liebhaber zusammen den Jungen entführte? Oder vielleicht sogar mit seinem leiblichen Vater, Moas? Hat sie einen von diesen Männern in der Nacht zur Villa der Turquins geschickt, die den Jungen mit dem Auto abgeholt haben, während sie ein lückenloses Alibi hat? Sie bestreitet sämtliche Schuld. Für sie gibt es nur einen Verdächtigen. Ihren Ehemann, von dem sie derzeit in Trennung lebt. Sie erzählt der Polizei vom erbitterten Streit, den sie seit Jahren mit Jean-Louis führt. Auch andere bestätigen, dass der Vater zu allem bereit zu sein scheint, nur um Michelle wieder zurückzuholen. Von da an trägt Michelle alle Verdachtsmomente gegen ihren Noch-Ehemann zusammen.
Sie präsentiert der Polizei zahlreiche Zitate, die Jean-Louis angeblich gesagt haben soll. Mal, dass er den Achtjährigen getötet habe. Mal, dass er ihn nach Marokko gebracht hätte. Und einmal sagt er zu Michelle, Jean-Louis ist Vergangenheit. Es geht ihm besser dort, wo er ist. Er war ein Parasit. Doch die angeblichen Aussagen reichen der Polizei nicht. Niemand kann schließlich bestätigen, dass Jean-Louis das alles wirklich gesagt haben soll. Deshalb entscheidet sich Michelle zu einem Schritt, der bis heute viele in Frankreich fassungslos macht. Mit einem Aufnahmegerät zeichnet sie das angebliche Geständnis von Jean-Louis auf, während sie Sex haben. Die Polizei hört später unter anderem dieses Gespräch. Warum musstest du ihn so weit weg von zu Hause begraben? Ich wusste nicht, wo ich ihn hinbringen sollte. Ich wollte ihn in der Nähe von Lyserame ablegen, um den Verdacht auf Jean-Marc zu lenken. Ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Du möchtest nicht mehr darüber sprechen, aber ich bin noch nicht fertig. Du dachtest also, es wäre am besten, ihn zu erwürgen. Besser als alles andere. Wenn ich ein Messer genommen hätte, wäre überall Blut gewesen. Es hat sich so ergeben. Ich möchte nicht mehr darüber sprechen, Michelle. Ich habe dir die Wahrheit gesagt, die ganze Wahrheit. Hast du ihn links oder rechts vom Weg begraben? Das musst du doch wissen. Ich weiß es auch, aber warum sollte ich dir das sagen? Ich weiß nicht, ich möchte wissen, wo Charles Edouard begraben ist. Ungefähr, verstehst du? Es war links. Du musst dieses Kapitel abschließen, Michelle. Ich kann so nicht weitermachen, das ist unmöglich. Nur wenige Tage, nachdem Michelle die Kassette mit dem heiklen Gespräch bei der Polizei abgibt, wird Jean-Louis festgenommen. Doch er bleibt bei seiner Geschichte. Er ist unschuldig. Sein angebliches Geständnis sei nur Teil eines erotischen Rollenspiels gewesen. Er sagt zur Polizei, ich habe gesagt, was sie hören wollte, damit sie wieder zu mir nach Hause kommt. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, das gebe ich zu. Auch die Polizei verzweifelt an der festgefahrenen Situation. Wer sollte das Verschwinden seines Kindes in ein Rollenspiel während des Sex einbinden? Und wieso lässt sich Michelle überhaupt auf Jean-Louis ein, wenn sie sich sicher ist, dass er ihren Sohn umgebracht hat? Es wird das gesamte Gebiet abgesucht, das Jean-Louis während des Gesprächs genannt hat. Doch nirgends gibt es eine Spur. Nach 7 Monaten Haft wird Jean-Louis auf Kaution freigelassen. Doch die Polizei ist weiterhin überzeugt, dass er der Mörder von Charles-Edouard ist. Aber Beweise dafür haben sie nicht. Es gibt keine Leiche, keine Beweise und nur ein fragwürdiges Geständnis. Doch bis es zu einem Gerichtsprozess kommt, vergehen Jahre. Jahre, in denen sich die seltsamen Ereignisse rund um das Verschwinden des Achtjährigen immer weiter häufen. Jean-Louis, der seine Unschuld beweisen will, engagiert einen Privatdetektiv. Dieser findet heraus, dass Michelle kurz vorm Verschwinden ihres Sohnes begann, Hebräisch zu lernen und seitdem häufig heimlich nach Israel gereist ist. Es bestätigen zahlreiche Menschen, dass sie Michelle mit ihrem Sohn in Tel Aviv und Jerusalem gesehen haben sollen. Und das alles nach seinem Verschwinden. Hat Michelle ihren Sohn zu Verwandten seines leiblichen Vaters Moaz Ber Edelstein gebracht und lebt er mittlerweile in Israel? Eine Antwort auf diese Frage gibt es bis heute nicht. Jean-Louis lässt kurz nach diesen Ergebnissen die Arbeit des Privatermittlers im September 1993 einstellen, da ihm die Kosten zu hoch seien. Trotzdem ermittelt die französische und israelische Polizei vor Ort. Doch sie finden keine Beweise, dass der Junge in Israel leben soll. Am 24. Dezember 1993 wird Moaz Ber Edelstein tot im Hafenbecken von Nizza gefunden. Er hat zahlreiche Verletzungen, die ihm von seinem Ertrinken zugeführt worden sind. Trotzdem geht die Polizei von einem Unfall aus. Moaz sei betrunken ins Hafenbecken gefallen und konnte sich nicht mehr retten. Eine Verbindung zum Verschwinden von Charles Edouard, seinem leiblichen Kind, zieht die Polizei von Nizza nicht. Erst am 17. März 1997 beginnt schließlich der Prozess gegen Jean-Louis Turcan. Er ist angeklagt wegen Mordes, auch wenn es keine Beweise gibt, dass Charles Edouard wirklich tot ist. Das psychiatrische Gutachten beschreibt die Beziehung zwischen ihm und Michelle als zutiefst sadomasochistisch. Es ist ein gegenseitiges, manipulatives Verhältnis, in dem der Sohn als Druckmittel beider Seiten missbraucht wird. Um das eigene Wohl von Charles Edouard ging es den beiden nie. Jean-Louis wird ein Überlegenheitskomplex attestiert. Er sei kaltherzig und es gewohnt, sich Probleme einfach zu entledigen. Seitdem er wusste, dass Charles Edouard nicht sein leiblicher Sohn war, war dieser nun ebenfalls ein Problem.
Doch eindeutig klären, was mit Charles-Édouard passiert sein soll, kann auch der Prozess nicht. Jean-Louis' Verteidigung betont immer wieder, dass der Angeklagte sein Druckmittel, seinen Sohn, niemals fallen gelassen hätte, während Michel und er in Scheidung leben. Trotz der zahlreichen Zweifel, die immer wieder vor Gericht aufkommen, wird nach 4 Tagen Prozess das Urteil gesprochen. Jean-Louis Turcan wird des Mordes für schuldig befunden, ohne dass es eine Leiche gibt und trotz der Gerüchte, dass Charles-Édouard in Israel lebt. Jean-Louis Turcan wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. In den kommenden Jahren versucht seine Verteidigung immer wieder das Urteil anzufechten, doch ohne Erfolg. Erst 2003 gibt es einen neuen, ganz anderen Hinweis. Ein Häftling meldet sich bei Jean-Louis Anwalt, sein Zellengenosse habe ihm die Beteiligung am Tod von Charles-Édouard gestanden. Der Junge sei aus Versehen bei einem tragischen Unfall gestorben. Er hatte mit einem Komplizen in Nizza einen Einbruch begangen, für den er in Haft sitzt. Bei seiner Flucht sei er am Haus der Turcans vorbeigefahren, als plötzlich ein Kind nur im Schlafanzug die Straße überquert. Charles-Édouard war nach dem Autounfall sofort tot und die beiden Einbrecher versteckten seine Leiche. Es könnte endlich eine Erklärung sein, was mit dem damals 8-Jährigen passiert sei. Doch der Zeuge möchte für eine umfangreiche Aussage Hafterleichterung. Unter diesen Umständen weigert sich der zuständige Haftrichter, Ermittlungen einzuleiten. Nach 9 Jahren Gefängnis wird Jean-Louis Turcan im Jahr 2006 frühzeitig entlassen. Zahlreiche Kamerateams verfolgen ihn bei seinen ersten Schritten in der Freiheit. Ihnen gegenüber betont er jedes Mal, dass er unschuldig im Gefängnis saß. Michel Turcan hat sich nach der Verurteilung ihres Ex-Mannes aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2014 verstirbt sie an einem Herzinfarkt. Nach ihrem Tod wendet sich Jean-Louis erneut an die Öffentlichkeit. Michel habe ihren Sohn nie für tot erklärt. Auf den Papieren lebt er bis heute. Außerdem hat sie nach der Scheidung 1 Million Euro von Jean-Louis bekommen. Doch sie lebte immer bescheiden. Was war mit dem Geld passiert? Jean-Louis hat dafür eine Vermutung. Charles-Édouard lebt noch. Mit dem Vermögen hat sie sein Leben im Ausland finanziert. Nach seiner Entlassung heiratet Jean-Louis erneut und arbeitet weiter als Tierarzt. 2012 beginnt er ein neues Leben mit seiner Frau Nadine in der französischen Karibik. Bis heute fragen sich viele in Frankreich, warum er seinen Sohn nicht weitergesucht hat, wenn er doch ahnen würde, dass dieser noch lebt. Doch die rätselhaften Vorkommnisse um Charles-Édouards Verschwinden reißen nicht ab. Am 6. Januar 2017 wird der 68-jährige Jean-Louis Turcan tot in seinem Haus aufgefunden. Er wurde erschossen. Zunächst gerät seine Frau in den Fokus der Ermittlungen. Sie wollte sich scheiden lassen und hat ihn immer wieder als Despoten tituliert. Doch ihr kann der Mord nicht nachgewiesen werden. 2020 wird sie für unschuldig erklärt, da am Tatort eine unbekannte männliche DNA-Spur gefunden wurde. Wer steckt allerdings dann hinter dem Mord? Ist Jean-Louis nur ein Zufallsopfer oder war diese Tat geplant? Hat sich jemand an ihm gerecht, der vielleicht mehr über den verschwundenen Charles-Édouard weiß? Bis heute ist der Mord an Jean-Louis Turcan ungelöst. Auch im Tod von Moaz Ber-Edelstein wurde nie ermittelt. Niemand weiß, ob die beiden Todesfälle mit dem Verschwinden des Jungen zusammenhängen. Die Ermittlungen der französischen Polizei im vermissten Fall laufen bis heute. Sollte Charles-Édouard Turcan noch leben, wäre er mittlerweile 38 Jahre alt. Doch auch nach dem Tod seiner Eltern hat er sich nie bei der Polizei gemeldet.